Wenn beim Bau von Gebäuden, Straßen, Brücken oder Staudämmen etwas schief geht, dann ist das vor allem eins: teuer. Wie teuer das werden kann, erfahrt ihr heute, denn heute geht es um einige der teuersten Baufehler aller Zeiten. Mit dabei sind unter anderem ein Gebäude, dessen Architekt in Physik wohl nicht gut aufgepasst hat, eine Brücke, die trotz Millioneninvestitionen keiner überqueren kann, und sogar ein Baufehler, der jedes Jahr unzählige Touristen anzieht. Es wird also definitiv interessant, deshalb bleibt dran, hier bei Wissenswert. Wir starten unser Video in England, genauer gesagt in London. Hier befindet sich mit dem 20 Fenchurch Street der teuerste Wolkenkratzer in ganz England. Das etwa 240 Millionen Euro teure Gebäude wurde von dem renommierten Architekten Raphael Vinoli geplant und sollte eigentlich eines der absoluten Schmuckstücke der Stadt werden. Der Architekt, der vorher schon zahlreiche Designpreise gewann und viele große Bauwerke rund um die Welt plante, hatte sich bei diesem Gebäude etwas ganz Besonderes überlegt, und so entwarf er eine riesige, gekrümmte Glasfassade, die die Sonneneinstrahlung so lenken und ins Innere spiegeln sollte, dass sich das Gebäude besonders effizient klimatisieren lässt. Von der Form her erinnerte sein Entwurf an ein überdimensionales Walkie-Talkie. Nachdem das Hochhaus 2014 nach 5 Jahren Bauzeit dann allerdings fertiggestellt worden war, zeigte sich schnell, dass ihm bei der Planung des Gebäudes ein grober Anfängerfehler passiert ist. Ganz offensichtlich hatte der Architekt bei seiner Planung nämlich die Wirkung der Glasfassade auf die Umgebung nicht bedacht. Bei Sonnenschein wirkten die vielen gekrümmten Scheiben des Gebäudes nämlich wie eine Lupe, bündelten die Sonnenstrahlen und verbrannten rund um das Hochhaus Teile von parkenden Autos. Außerdem wurden die umliegenden Straßen und Bürgersteige so stark aufgeheizt, dass man dort ohne Probleme sogar Spiegeleier braten konnte. Und das ist übrigens keine Übertreibung. Fried an egg here on the streets of London. He's just putting that in there for his story. It is so hot. It is so hot. Von diesem Planungsfehler in England kommen wir nun zu einem Bauprojekt in Deutschland, das viele Milliarden verschlungen hat und bei dem man sich lange Zeit fragte, ob es überhaupt jemals fertig wird. Und nein, die Rede ist ausnahmsweise mal nicht vom BER. Tatsächlich möchten wir uns an dieser Stelle der Elbphilharmonie in Hamburg widmen. Das Konzerthaus sollte von Anfang an ein neues Wahrzeichen der Stadt werden und Besucher schon von Weitem beeindrucken. So wurde es zumindest bereits im Jahr 2001 geplant, und mittlerweile ist die Elbphilharmonie auch tatsächlich ein beliebter Veranstaltungsort. Bis es soweit war, wurde die Geschichte des Gebäudes aber durch unzählige Planungs- und Baufehler geprägt, die das Konzerthaus zu dem wohl teuersten Projekt in der Stadtgeschichte machen sollten. Ursprünglich sollte der Bau nämlich lediglich 3 Jahre dauern und nur 77 Millionen Euro kosten. Diese Elbphilharmonie für Hamburg, das wird ein Wahrzeichen, und sie könnte auch doppelt so teuer werden. Letztlich wurden es dann aber 9 Jahre Bauzeit und Kosten von unglaublichen 866 Millionen Euro. Dass die Kosten sich mehr als verelffacht haben und die Elbphilharmonie so zum 12. teuersten Gebäude der gesamten Welt wurde, lag an unzähligen Fehlern vieler Beteiligter, wegen derer später sogar ein Untersuchungsausschuss gegründet wurde. Übrigens mussten sogar nach der offiziellen Eröffnung noch mehrfach für mehrere Millionen Euro Verbesserungen und Sanierungen vorgenommen werden. Machen wir weiter mit einem Baufehler, der eine echte Katastrophe war. Der Dammbruch des Oroville-Staudamms im Jahr 2017 war nämlich ein Riesendesaster, das durch eine Kombination von schlechtem Design, mangelhafter Wartung und mangelhafter Notfallplanung verursacht wurde. Der Staudamm, der sich in Kalifornien befindet und der höchste Staudamm der Vereinigten Staaten ist, erlitt damals aufgrund von starkem Regen und Schmelzwasser schwere Erosionen an seinem Hauptsickerweg. Diese Erosionen führten schließlich zu einem Loch im Sickerweg, wodurch Wasser zum ersten Mal in der Geschichte des Staudamms über einen Notfallauslauf floss. Dieser Notfallauslauf war jedoch nicht dafür ausgelegt, solche großen Wassermengen zu bewältigen, und begann schnell ebenfalls zu erodieren. Diese Erosionen wiederum verursachten weitere Schäden am Staudamm und führten schließlich sogar zur Evakuierung von über 180.000 Menschen, die in der Umgebung des Staudamms lebten. Die Oroville-Staudamm-Katastrophe dient seitdem als ein Beispiel dafür, wie wichtig vor allem die Notfallplanung beim Bau von Staudämmen ist. Der Fehler war insgesamt auch sehr, sehr teuer und hat etwa 1 Milliarde US-Dollar gekostet.
Den nächsten teuren Baufehler in diesem Video habt ihr vielleicht schon mal im Internet gesehen. Tatsächlich geistert dieses Foto nämlich schon seit 2007 durchs Netz und gilt als absoluter Brückenbaufehler. Es sieht nämlich ganz so aus, als ob die Arbeiter erst ganz am Ende des Brückenbaus bemerken, dass die beiden Seiten versetzt sind und sich nicht verbinden lassen. Wohl jeder, der das Bild sieht, schüttelt mit dem Kopf und fragt sich, wie Ingenieure so katastrophal schlecht planen können, dass es zu dieser Situation kommt. Was euch allerdings überraschen dürfte, das Bild ist gar nicht echt, sondern nur eine Illustration einer Versicherung, die damit zeigen wollte, wie verheerend Messungsfehler bei langen Distanzen sein können. In zahlreichen Blogbeiträgen und Videos wurde es jedoch für echt gehalten und so verbreitete es sich immer weiter. Nur weil dieses Bild nicht echt ist, heißt es aber natürlich nicht, dass es in Wirklichkeit gar keine katastrophal teuren Baufehler bei Brücken gibt. Ein gutes Beispiel hierfür aus der Realität ist nämlich die Münsteiner Brücke in Nordrhein-Westfalen, die sogar die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands ist. Nachdem diese nämlich vor etwa 10 Jahren für viel Geld saniert wurde, fiel den verantwortlichen Planern viel zu spät ein riesiger Fehler auf. Tatsächlich hatten sie bei der Berechnung der Statik nämlich eine ganz entscheidende Sache vergessen, und zwar die Fahrgäste. Auch wenn es unglaublich klingt, hatten die Planer nämlich nur mit dem Leergewicht der Züge gerechnet. Da die Züge inklusive Passagiere somit zu schwer für die Brücke waren, mussten diese dann immer am Bahnhof vor der Brücke aussteigen, mit dem Bus zur anderen Seite fahren und durften erst dort wieder in den Zug einsteigen. Das ist dilettantisch, also... Denn sie wissen nicht, was sie tun, Teil 2 bis 5 auf einen Schlag. Später stellte sich dann übrigens noch heraus, dass die Berechnungen sogar so falsch waren, dass nicht einmal leere Züge über die Brücke fahren durften. Von diesem kuriosen Baufehler, über den man immerhin noch lachen kann, kommen wir nun zu einem Baufehler, der dramatische Folgen hatte. Und zwar zum Einsturz von einem 6-stöckigen Gebäude in Indien. Im Jahr 2018 passierte nämlich in der Stadt Greater Noida der absolute Horror. Gänzlich ohne Vorwarnung stürzte das noch im Bau befindliche Gebäude plötzlich ein und begrab nicht nur zahlreiche Arbeiter unter sich, sondern auch ein Nachbargebäude, in dem 18 Familien lebten. Nach tagelangen Bergungsarbeiten wurde es dann zur traurigen Gewissheit, dass der Einsturz des großen Gebäudes zahlreiche Opfer gefordert hatte. Noch trauriger wurde die ganze Sache jedoch, als klar wurde, dass nicht etwa ein Erdbeben zum Einsturz geführt hatte, sondern tatsächlich der Geiz der Bauherren. Das Haus sollte nämlich aus völlig ungeeigneten Materialien gebaut werden, die die Katastrophe überhaupt erst herbeigeführt hatten. Um Kosten zu sparen, wurden nämlich beispielsweise der Zement nicht in dem für die Gebäudegröße üblichen Verhältnis von 1:5 mit Sand gemischt, sondern nur im Verhältnis von 1:20. Außerdem waren die verwendeten Stahlträger im Gebäude nicht einmal halb so dick, wie sie eigentlich hätten sein müssen. Im Gegensatz zu den anderen Baufehlern in diesem Video kostete dieses Haus zwar nicht Millionen oder gar Milliarden, der Verlust von Menschenleben aus reinem Geiz macht diesen Baufehler aber umso teurer. Für den nächsten teuren Baufehler reisen wir von Indien nach Frankreich. Die staatliche Eisenbahngesellschaft SNCF wollte dem Volk im Jahr 2014 eigentlich etwas Gutes tun und so wurde beschlossen, dass die alten, bereits in die Jahre gekommenen Züge in Frankreich endlich durch neue, moderne Exemplare ersetzt werden, die mehr Komfort bieten. Dafür gab der Staat dann auch ganze 15 Milliarden Euro aus. Als die neuen Züge von den Herstellern dann aber geliefert wurden, merkten die Verantwortlichen plötzlich, dass sie einen riesigen Fehler gemacht hatten. Sie hatten die Züge nämlich 20 cm breiter bauen lassen als die alten Exemplare und hierzu natürlich auch vorher Messungen an Bahnhöfen vorgenommen. Auf dem Papier passte auch alles, in der Praxis aber leider nicht. Tatsächlich hatten sich die Planer nämlich bei ihren Messungen nur an etwa 30 Jahre alten Bahnhöfen orientiert und dabei vergessen, dass ältere Bahnhöfe, die beispielsweise schon vor 50 Jahren oder längerer Zeit gebaut wurden, weniger Abstand zwischen den Schienen und den Bahnsteigen hatten. Und so musste die Eisenbahngesellschaft schockiert feststellen, dass die neuen Züge für viele Bahnhöfe schlichtweg zu breit waren und daher gar nicht in diese einfahren können. Traurigerweise ging es hier nicht nur um eine Handvoll Bahnhöfe, sondern tatsächlich um ganze 1300 Bahnstationen, die nicht angefahren werden konnten. Dementsprechend mussten dann im Nachhinein über 1000 Bahnsteige an den betroffenen Bahnhöfen für viel Geld umgebaut werden. Nach offiziellen Angaben kamen zu den 15 Milliarden Euro Kosten so noch einmal in etwa 50 bis 70 Millionen Euro hinzu.
Inoffiziell soll das Beseitigen dieses Baufehlers aber noch deutlich mehr gekostet haben. Dass enorm teure Baufehler übrigens keineswegs nur ein Problem in der neueren Geschichte sind, möchten wir nun nochmal mit dem letzten Bauwerk in diesem Video zeigen. Hierbei handelt es sich nämlich um einen historischen Bau, den ihr vermutlich alle kennen dürftet, nämlich um den schiefen Turm von Pisa. Auch wenn er heute eine Touristenattraktion ist, handelt es sich bei ihm nämlich eigentlich um einen kolossalen Baufehler, der schon seit Jahrhunderten Unsummen an Geld verschlingt. Geplant war der Turm übrigens mal als Glockenturm, aber der Reihe nach. Der schiefe Turm von Pisa war nämlich von Anfang an ein einziger riesiger Baufehler. Bei Baubeginn im Jahr 1173 hatte man nämlich nicht bedacht, dass der lehmige und sandige Boden das Gewicht eines so hohen Turms unmöglich tragen kann. Dennoch baute man erst einmal ganze 12 Jahre und als man dann 3 Stockwerke fertig hatte, begann der Turm abzusacken. Ganze 100 Jahre lag das Projekt anschließend brach, bis der Bau endlich weiterging. Die neuen Baumeister wollten die nächsten Stockwerke nun so bauen, dass sie die Neigung des Turms ausglichen. Aber auch das misslang und die aufwendigen und teuren Bauarbeiten mussten immer wieder unterbrochen werden. Insgesamt wurden bisher unglaubliche 177 Jahre am Turm gebaut. Die Kosten über all diese Zeit sind unmöglich zu schätzen, dürften aber immens hoch sein. Wenn ihr dieses Video über die teuersten Baufehler der Geschichte interessant fandet, schaut euch auch unbedingt mal unser Video über die unnötigsten Megaprojekte aller Zeiten an. Ansonsten abonniert Wissenswert für mehr und ciao und bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.